Kapellmeister noch gar nicht da. Ich glaube, der kommt später. Hä? Oder vielleicht hat er sich heute nur verspätet, der alte Aff. Ja, das stimmt. Ein alter Aff, das ist er auch. 6 Jahre kenne ich den jetzt schon. Und seit 6 Jahren ist er schon narrisch. Ja, das klang nicht. 60. 60, 65 eher. Ich sag, er ist er 65 Jahre. Was schaffst du? Wie? Na, er ist ja gar kein Kapellmeister. Er ist ja bloß ein Kinoklavierspieler gewesen, in einem Kinematograph. Er ist ein schlechter Kapellmeister. Er ist nur durch Projektion in das Theater reingekommen. Er versteht ja gar nichts. Gar nichts. Ich mach, aber der Dummi hat's gekriegt, ich mach schon mindestens 10 Jahre, 9 Jahre Musik. Ich hab's noch nicht zum Kapellmeister gebracht. So ein Kapellmeister wie er es möchte ich überhaupt gar nicht bringen. Ja, jetzt riech deine Sachen her, dass alles in Ordnung ist, wenn unser Herr Kapellmeister kommt. Wer? Der Herr Kapellmeister? Ja. Seit wann sagst du Herr Kapellmeister? Seit wann? Ich sag schon immer unser Herr Kapellmeister. Ah, gerade im Moment hat er gesagt, er ist schon 6 Jahre narrisch, der alte Aff. Was? Ich? Du hast gesagt, er ist schon 6 Jahre narrisch. Ich hab gesagt 60. Du hast gesagt 6. Hm? Ah, ihr habt's mir hinten was aufgehängt. Das sind Kindereien. Hast du mir was hinten aufgehängt? Ich nicht. Kindskopf. Jetzt hören Sie aber auf. Sind Sie jetzt fertig, ja? Jetzt horche ich Ihnen schon 5 Minuten lang zu. So lang schon? Ja. Wen haben denn Sie da gemeint? Mit dem alten Aff? Mein Bruder. Ihren Bruder? Jawohl. Sir, Ihren Bruder. Sie haben doch erst kürzlich zu mir gesagt, Sie haben gar keinen Bruder. Nein. Also keinen Bruder? Keinen Bruder. Wen haben Sie denn dann gemeint? Die Schwester. So, zuerst ein Bruder und dann die Schwester. Jawohl. Und ich bin so dumm und glaub das gleich. Jawohl. Nein, absolut nicht. Sieh da, wenn ich drauf komm. Wenn ich da drauf komm. Aber dann spuckt's. Da kommen Sie nicht drauf. Es wird auch gut sein. Sind die Noten schon aufgeschlagen? Nein. Dann schlagen Sie es auf. Sind schon aufgeschlagen. Die Krawatte steht Ihnen hinunterwärts. Wie? Ihnen. Die Krawatte steht Ihnen hinunter zu. Was ist mit der Krawatte? Ihnen? Außen. Ihnen, außen. Die Krawatte. Ihnen? Da. Ach so, da. Außen. Sagt er innen. Ihnen ich weiß es schon. Seid schon ein paar Mal rausgegangen, weil man das Ding des... Das Krankenäpfel ist mir abgebrochen. Schon wieder? Ja, ich weiß es schon. Jetzt lassen Sie mich doch in Ruhe. Die ganze Zeit tut er jetzt sofort. Ich kann mich doch nicht aufhängen jetzt deshalb. Warum nicht? Ja, alles so geht, wenn man den guten Willen hat. Noch lange nicht das größte Unglück, wenn man mal das Krawattel raushängt. Das kann jedem passieren. Die Hauptsache ist, dass die Musik klappt. Das ist wichtig. Jawohl. Aber von euch spielt Pause. Da... Wie? Pause. Pause? Ja, wieso? Ja, wie kommen denn Sie jetzt auf Pause? Wer hat denn jetzt ein Wort von einer Pause gesagt? Wer denn? Ich hab verstanden, Sie haben Pause gesagt. Ich? Sie sind ja verrückt. Ich hab gar nicht dran gedacht an eine Pause. Sie haben gerade gesagt Pause. Ich hab's gesagt. Ja, jetzt im Augenblick haben Sie es doch gesagt. So, drum, ich hab's doch gehört. Ja, es wird Ihnen so passen. Gleich am Anfang eine Pause machen. Machen wir den ersten Marsch. Marsch. Wie? Marsch. Ach, da sind Ihre Noten. Also Obacht geben. Nicht, dass wieder jeder dahin spielt, wie er gerade will. Ich kenne euch schon. Jeder tut, was er mag. Keiner passt auf. Keiner richtet sich nach mir. Für was bin denn ich überhaupt da? Hä?
Ja, das haben wir uns mir auch schon oft gedacht. Wenn auch ein Marsch nicht mehr ganz modern ist, das macht nichts. Man muss einen gewissen Ding hineinbringen, einen... Na, wie heißt er denn gleich? Einen... Ich weiß nicht, wem Sie meinen. Ach, einen Rhythmus. Rhythmus, aber der fehlt euch ja. Wie heißt der Rhythmus? Vom Rhythmus spreche ich jetzt, jawohl. Der fehlt auch. Den kenne ich gar nicht. Rhythmus. Rhythmus? Nein, den kenne ich nicht. Sein Brudern, glaube ich, kenne ich. So ist recht, der kennt den Rhythmus, sein Brudern. Ja, wie schaut denn der aus? So ein kleiner, langer. Der Rhythmus? Ja, mit so einem dunkelweißen Bart. So. Früher war er doch beim... Nein, Reisberger heißt der, den wo ich mein. Reisberger. Ah, da hört sich ja alles auf. Nicht einmal die einfachsten musikalischen Ausdrücke wissen Sie. Ich danke. Bitte? So, jetzt fangen wir aber dann an. Da, Ihre Noten. Der Marsch muss genauso gespielt werden, wie ich dirigiere. Obacht geben. Spiel mir genauso, wie er dirigiert. Ja. Das gibt's der Gaudi. Ja, das werden wir dann schon sehen, was das gibt. Jetzt probieren wir es einmal. Jetzt fangen wir mal an. Und wenn es nichts ist, dann hören wir wieder auf. Hören wir gleich auf? Ach. Fertig. Moment. Was ist denn? Was ist denn das für ein Stellage da? Wollen Sie sich gleich anständig hinsetzen? Sie haben mir die Noten selbst so schräg. Ja, nur dann stellt man es halt auf. Kann ich doch nicht sehen. Ja. Nochmal. Von Anfang. Halt! Ja, was ist denn schon wieder? Ja, was winken denn Sie jetzt da ab? Einen Moment. Was ist denn? Habe ich mich getäuscht. Geld, dass ich mich nicht täusche. Ja, was ist denn eigentlich? Der Hosenträger ist mir abgerissen. Also da jetzt, wegen seinem alten Hosenträger unterbricht er jetzt zweimal das Konzert. Weg, 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 weg. Hört sich doch alles ab. Noch einmal. Saustall ist das. Weiter. So, so. Rümpfig. Unglaublich ist das, unglaublich. Mag mich gar nicht mehr aufregen. Einer wie der andere, da kann man sagen, was man mag bei uns. Bei der Pause haut er weh. Das geht Sie gar nichts an, wenn ein anderer einen Fehler macht. Das kann Ihnen auch passieren. Ihnen auch, aber bei Ihnen hört man es nicht, wenn Sie einen Fehler machen. Ja, ja. Passen wir Sie auf, dass Sie nicht wegpassen. So was Narrisch habe ich noch nie gesehen. Ich verstehe kein Wort. Bringen Sie das Ding weg. Was ist denn? Die Krawatte hängt schon wieder raus. Ja, ja, das weiß ich. Schon ist doch gleich. Was ist das schon wieder? Angestoßen habe ich mich immer, weil ich immer so reiß. Na, passen Sie aufs nächste Mal.